Und weiter geht's hier bei der Vierecksbeziehung mit eurem Krabbe und der 28. Episode ist es, glaube ich, inzwischen von Secret of Mana. Wir fangen erstmal wieder mit Sequenzen an, denn da sollte es noch ein paar geben. Oder ja. Ich hoffe, das dauert nicht die ganze Folge. Wir werden sehen. Okay. Are you practicing Salamando's magic? Of course. Fire magic is particularly cool. All the attacks are pretty destructive. I'll give you that. The best magic comes with explosions. Kind of makes all my other attacks seem boring. Salamando's my favorite, no doubt. Careful. If you play favorites, the other elementals might not like it. I can't help it if the rest of them are boring. Oh, der Arme. No. You heard me? No one wants a boss who doesn't respect them. You should listen to the missus. She understands what we elementals are thinking. See? Better treat everyone fairly or you'll be stuck without allies. No, wait! I'm taking her back! Der Arme. Wird nicht genug... Ihm wird nicht genug Wertschätzung entgegengebracht. Dabei mag ich seine Schlammbombe oder wie die heißt, auch ganz gerne. Und die Diamantrakete. Und besonders seinen Schutz. Beziehungsweise hast du was, glaube ich. Jo, sprechen wir hier wieder. Komm. So, gibt's noch eine Sequenz oder was das? Verdammt, die ballern dann aber auch mit diesen Sequenzen zu. Da kommt man gar nicht mit dem Spiel an sich weiter. If children had faith, Santa wouldn't have been in such a bind. When did you start to doubt he was real? Don't laugh. I won't. When I was 8. Aw, oh, how sweet. Don't pick on me. How old were you? 10. Klasse. Ha! Look who's talking. Why quibble about age when you are both wrong anyway? Santa is real. I guess you're right. I hear Santa brings you everything you could ever want. I hope he brings me some food soon. Santa's not a genie. Plus, if Santa could give you anything, why would you choose food? I guess it was never a question of whether Santa was real or not for our tiny companion. What a childish thing to ask for. Mind your own business. Oh boy. Ja, also wenn ihr nicht an den Weihnachtsmann glaubt, dann kommt so ein riesiger Eisdämon und macht euch platt. Es sei denn, ihr habt Vesuvius Feuermagie, dann sieht das wieder anders aus. Und nochmal. One night. Oh Gott. Was kommt denn noch alles? Feuertempel? The balloons? Yeah, the ones that make your brain go all fuzzy. I kinda like them. It's sorta like stress relief. The balloons make you space out. It's nice to take a break now and then. Oh, really? I don't like them at all. I don't think you need the balloon to space out. Huh? What do you mean? Sometimes you stop and stand there for no reason. I'm just thinking of our next move, or looking at the map, or looking up monster weaknesses. Sure you are. I think you just get distracted staring at Sis. You do what? I do not. Leave me alone. I'm not spacey or staring at anyone. I think you teased him too much. You should apologize. I'll do it in the morning. Ach, bis dahin hat sie das wieder vergessen. Jo, mal schauen, ob noch ein paar kommen oder ob wir gleich ins nächste Gebiet reisen können. Ein Gebiet, auf das ich mich sehr freue. Aber das könnte jetzt auch gut die letzte gewesen sein. Es sei denn, die labern noch irgendwas zum Feuertempel. Oh, Mann, ey.
tropical paradise was perfect, wasn't it? Oh Gott, die sind erst da. What do you mean? The perfect temperature, even in an icy wasteland. Wasn't that because of Salamando? Yep. All thanks to my trusted underling, Salamando. Why are you always recruiting underlings? These elementals sure are powerful. I'm just praising my subordinates like a good boss should. Credit where credit is due and all that. Did I hear my name? Wieso, es hat doch keiner Vesuvio gesagt. Whoa, don't scare us like that. We were just talking about giving our thanks for all your help. Oh, shucks. You make me blush. We're all doing our best. Er wird rot. Klasse Witz. Okay, you can stop. We don't need a sauna room. Huh? I thought you wanted to praise your underling. Not for broiling me alive. Oh, herrlich. Lustig sind sie ja schon, aber es sind echt viele. Wenn wir dann irgendwann mal das alte Spiel Let's Playen oder streamen werden, ich weiß es noch nicht, was von beiden. Vielleicht sogar eher streamen. Dann werden wir da ohne Sequenzen auskommen müssen. One night. So, jetzt haben wir es alle durch. Kann es gleich weitergehen. Haben wir zwar nur noch 15 Minuten oder sogar ein bisschen weniger, aber was soll's. Das sollten wir zumindest noch ein bisschen erreichen können. Und die nächste Ecke wird auch etwas länger dauern. Es dürften bestimmt 2-3 Folgen werden. Bis dann endlich die Stelle kommt, auf die ich mich sehr freue. So, raus hier und wenn wir schon hier sind, dann reden wir nochmal mit den ganzen Leuten. I think I'll move too. Maybe I'll move to the Empire. I heard Cannon Travel has a special route to the Empire now. It's probably for spies. Ja, sie hat jetzt schon verraten, wo es als nächstes hingeht. Danke. Everyone's leaving. Maybe blöde Kuh. So, was geht? Können wir noch irgendwas aufwerten? Ich glaube nicht, oder? Das müsste ich vor dieser Folge schon alles erledigt haben und aufgelevelt haben. Kann nicht verstärkt, nicht verstärkt, nicht verstärkt, nicht verstärkt, nicht verstärkt. Ja, ist alles auf dem derzeitigen Best-Level. Kaufen. Ich weiß auch gar nicht, diese Pfeile. Sind die mit irgendeinem Patch nachträglich dazugekommen? Zu Beginn waren die doch noch nicht vorhanden, oder? Auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Walnüsse haben wir auch, ganz, ganz wichtig. So, kurzer. Ja, vielleicht finden wir da was. Isn't the seed supposed to fix our water problem? Is manna too weak to stop the drought? Oh, if only we had a sea hare's tail. That would fix these dry wells and without one, this realm is finished. Do you know where we could find one? Wasn't... Oh. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Seehasenschwanz finden werden. The fire seed back to the palace. Thank you. Wait, why is the oasis still dry? You brought the wait. Aber die sagen immer das gleiche, auch wenn wir sie zweimal ansprechen. Hier müssen wir nichts kaufen. Welcome to Kakara. Und ansonsten haben wir noch irgendein Gebäude, in das wir reingehen können? Nee. Ja, Leute, dann geht's jetzt los. Und zwar zum Imperium. Welcome, welcome. Try to keep a low profile while you're in the Empire. Ja, das sollte doch möglich sein. Wobei, komm, warum sollen wir da nicht auffallen? Uns kennt doch keiner. Also zumindest dort nicht.
Eine neue Musik. Yippie. Und von hier aus können wir nur nach Kakara. Okay. Dann halt zum Imperium. Ja, hier sind schon die Bling-Bling. Wachen in ihren goldenen Rüstungen. Junge, Junge, Junge. Was geht, Junge? This is the Empire's lauded South Town. This is the Empire. Südstadt. Ich hoffe, die ist schöner als die Südstadt in Bonn. Naja. Also vom ersten Eindruck her doch ganz hübsch. Der Brunnen, viel Grün, ein paar Bäume. So, wo gehen wir jetzt als erstes hin? All die neuen Gebäude, meine Fresse. Okay, die ist bestimmt hilfreich. Von daher werden wir uns nicht fernhalten. Okay, dann mal als erstes ins Inn. One night is 100 GP. Stay the night. Sicher nicht. Aber wir können noch mal speichern. So. Und da oben können wir da was kaufen. Neue Rüstung, yippie. Und das können wir direkt dreimal kaufen, oder? Ja, direkt dreimal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das können wir auch zweimal kaufen. Und mehr nicht. Okay. Anscheinend kein neuer Helm für den Krabbe. Schade, ne? Dann ausrüsten. Macht das? Nee, das erhöht nur die Abwehr, aber hat keinen Zusatzeffekt. Schade. Da ändert sich nichts. So, wie sieht's denn bei der Rüstung aus? Erhöht auch nur die Abwehr. Vielleicht sollte ich das pro Charakter einfach durchgehen und nicht so wechseln, aber jetzt habe ich damit angefangen, also scheiß drauf. Dann der Ring. Der Ring schützt besser gegen Trägheit. Das ist doch auch mal was. Hey, das wollte ich nicht. Und dann können wir das alte Zeugs verkaufen. Die Silberarmreife. Ach, ein Golemring, so heißt das also. Ist ja auch ganz nett. Und die heißen Rubinharnisch. Der Rubinharnisch ist besser als die Goldweste. Aber gut, das eine ist eine Weste, das andere ist ein Harnisch. Wäre es jetzt ein Goldharnisch, dann wird es wieder anders aussehen. Alle haben einen Hut, alle haben einen Ring und alle haben eine Rüstung. Perfekt. Ein Ring, ein Armreif, meine Fresse. Damit haben wir das Wichtigste hier schon mal erledigt. Die neue Ausrüstung kaufen. Der Lackaffe denkt sich gar nichts. Ja, Steuererhöhung ist doch was Tolles. Ob der uns da durchlässt? Ich glaube ja nicht. Wir können es aber trotzdem mal probieren. Aber ich glaube, das ist... Okay. Vielleicht haben wir so eine Szene übersprungen. Was soll's? Ich glaube nämlich, wenn wir direkt auf ihn zugegangen wären, dann wäre er nicht weggegangen. Aber erstmal gehen wir jetzt zu der alten Dame.
Und sie geht einfach ins Haus. Die ignorieren uns alle ziemlich. Was soll's? Okay. Halt die Fresse, ansonsten kriegst du es mit der Mana, mit den Elementaren zu tun. Mit Vesuvio und mit den anderen. Was geht? Oh Gott, du siehst aber nicht gesund aus. Uiuiui. So was my husband until he got caught with sensitive information. I'm continuing his work. Okay, wenn dein Ehemann so langsam ist wie du, dann wundert mich das nicht, dass der entführt wurde. I swear I'll avenge his death if it's the last thing I do. Da helfen wir dir doch gerne bei. Das lässt sich doch merken. Oh, scheiße. Ja, ja, wir kennen die Geschichte, ne? Also, ab zur Kanalisation. Das wird richtig toll. Erstmal schön in... Ja, durch die ganze Kacke. Oh, wir müssen den sogar eingeben. Und, was ist? Geht doch. Arschloch. So laut. Schreien ist immer gut. Und jetzt geht's los. Ah. Ups. Jetzt bitte nicht nochmal. Jetzt müssen wir die hier platt machen. So. Ja, komm. Und los. War's das schon? Nee, das war's noch nicht. Oh, er ist fies. Killerfisch. Mich würde ja interessieren, gegen was der schwach ist. Der Killerfisch. Und er ist schwach gegen die Kraft des Feuers. Und er müsste doch auch schwach gegen Feuer gewesen sein. Dann setzen wir doch mal Feuer ein. Verbrennung ist immer gut. Zumindest wenn man nicht selbst die Person ist, die oder das glibberige Wesen, was die Verbrennung erleidet. Das Arschloch hat mich zu einem Schneemann verwandelt. Ich krieg zu viel. Naja. Das hat er jetzt bitter bereut. Mit seinem Leben. Oh je, noch einer davon. Los, Feuer, Feuer, Feuer. Oh je. 564. Das war doch ein netter Schaden. Ja, aber bevor wir hier runtergehen, hören wir auf für diese Episode. Das machen wir nämlich beim nächsten Mal. Also Leute, macht's gut.